Christi Himmelfahrt ist einer der ältesten christlichen Feiertage. Er wird am 40. Tag nach Ostern gefeiert, immer an einem Donnerstag. Früher gab es zu diesem Feiertag Prozessionen in der Natur. Bereits im 19. Jahrhundert entwickelten sich ausgelassene Herrenpartien, die bis heute am Feiertag meist von Vätern mit ihren Söhnen und Enkeln oder auch von Junggesellen mit Bollerwagen und Wanderschuhen hinaus in Gottes schöne Welt gehen. Viele Gemeinden machen an diesem Tag gemeinsame Wanderungen, um die Gottesdienste unter freiem Himmel zu feiern. Was haben Himmelfahrt und Vatertag gemeinsam? Im Hier und Jetzt, heute in unserer Gegenwart, können wir etwas vom Himmel erfahren. In Momenten der Liebe, der Freude und des Glücks spiegelt sich der Himmel im Gesicht, in den Augen der Menschen. Am Feiertag Christi Himmelfahrt sprechen wir von dem Himmel Gottes, dem Wohnort Gottes, der jedem Menschen zugänglich ist. Jesus Christus hat uns diesen Himmel geöffnet. Er hat diesen Himmel für uns auf die Erde geholt. Und so bleibt dieser Himmel für jeden von uns Menschen offen. Es gibt Zeiten mit Sorgen oder auch mit Ängsten, wo wir diesen Himmel nicht spüren, wie zum Beispiel in Krankheit oder in Kriegszeiten. Und doch ist der Himmel da. Wir sehnen uns alle danach, auch nach dem Frieden, den wir für alle Menschen erbitten. Ein Kinderlied von Wilhelm Wilms und Ludger Edelkötter erzählt uns, wo wir diesen Himmel finden. Weißt du, wo der Himmel ist? Außen oder innen? Eine Handbreit rechts und links, du bist mittendrinnen. Weißt du, wo der Himmel ist? Nicht so tief verborgen, einen Sprung aus dir heraus, aus dem Haus der Sorgen. Weißt du, wo der Himmel ist? Nicht so hoch da oben. Sag doch ja zu dir und mir. Du bist aufgehoben. Ich wünsche uns allen, egal an welchem Ort oder in welcher Situation wir sind, dass wir etwas von diesem geöffneten Himmel heute erfahren. Bleiben Sie behütet und gesegnet zu jeder Zeit.